Ja. Und ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, warum. Und das sind zwei neue Gegner für uns. Mal schauen, ob die uns was bringen. Machen wir das mal so. Zack, zack. Ich glaube, das war nicht so eine clevere Idee, mit Feuer anzugreifen, sondern es wäre eine Idee, mit Blitz da vielleicht ein wenig einzuschlagen. So, schwarze Magie, wenn die jetzt nicht fertig werden. Ah, doch, die werden wahrscheinlich fertig. Probieren wir es mal mit Blitz dann einfach mal. Stickschaum! Ja, nützt der recht viel, oder? Ja, wobei eigentlich gar nicht so viel, also von daher. Oh, das ist aber ein Traum. Ja. So, jetzt bitte 60 EPs oder so. Ah ja. So, was brauchen wir denn dann? Bitte lass uns ein paar APs erlernt haben. Nein, natürlich nicht. Knapp unter 1000. Vivi noch knapp über 1000. Und Freier knapp unter 800. Naja, aber ist ja auch kein. Upsala, mir ist der Controller aus der Hand gefallen. Wir haben fast wieder 10.000 Gil. Und suchen einfach mal weiter nach Gegnern. So. Ihr denkt euch, was bin ich für ein Spinner? Aber ich habe gerade einen ziemlich lustigen Chat hier am Laufen. Ja, also ich sag jetzt mal nicht, worum es geht. Das wäre jetzt ein bisschen, finde ich, zu privat für mich. Jetzt hat er mir eine Potion geklaut, dieser Sack. Und jetzt habe ich ihn aber gekillt. Naja, ist ja auch scheißegal. Oh, 16 ganze Augen auf. Da können wir jetzt gleich die Organik ansetzen. Oh ja, das war wichtig. Ja. So, jetzt machen wir mal, wenn der Black Screen nicht so lange dauern würde, könnte das natürlich alles etwas schneller gehen. Er hat irgendwie richtig beschissen, dass wir für Vivi nichts haben, ne? Also. Achso, hatte ich schon alles erwähnt. Ja, mein, es ist echt. Es tut mir echt leid, Vivi, aber irgendwie haben wir nichts für. Doch! Er kann Insomnia lernen. Na, aber hallo, dann machen wir das doch. Aha. Hat sie jetzt Weihrauch gelernt? Kann jetzt Pestizide lernen. Hat jetzt Level Up gelernt, lernt jetzt Pestizide doppelt so schnell. Drachentöter kostet mich aber noch ewig viel AP. Oh Gott. Oh man. Organik. Yes. Jetzt haben wir eine stärkere Waffe, Schwertseele. Haben wir hier noch was zu erlernen mit ihm? Nee, haben wir hier noch was? Nöps. Hier hat er auch dann alles. Nur noch den Weihrauch, der 5 EPs braucht und halt 35 für die Organik. Wir brauchen noch 25 und das braucht halt einfach noch ganze 30. Das braucht noch 25 und dann hätten wir hier noch was 25 für die Freier. So. Ja, ich denke mal, wir werden einfach noch ein bisschen spielen hier. Schließlich, mach mal einfach einen Deal, alle 15 und dann sind wir zufrieden, haben wir eine schöne gerade Zahl. Und wir bewegen uns jetzt mal hier, weil das hat ein bisschen mehr Spaß gemacht mit den Gegnern. Mal schauen, ob wir nicht nochmal solche Krabben bekommen, die waren ganz lustig. Dann kann ich nämlich auch meine Blitzattacke ausprobieren. Ja. Oh! Es sind zwei dieser Echsen-Dinger da. Das ist natürlich was Feines. Vor allem, weil Vivi hier schön mal Dingens hier auspackt und Freya bitte einen Sprung macht für mich. Zack! Voll in sein Gesicht. 105 Damage.
Er hätte sie auch eigentlich, egal. Lass mal, den Sidan klauen. Antidot ist mir jetzt eigentlich recht Wayne Rooney. Das heißt, ich brauche das nicht. Aber mal schauen. Vielleicht besuchen wir auch erstmal QS Morast und füllen unsere Vorräte auf. Oder wir sollten wirklich tatsächlich erst QS Morast betreten, habe ich so das Gefühl. Weil das, was gerade jetzt passiert in dem Augenblick, was ich mir gerade vorstelle, ist echt nicht super. Deswegen ruf mal kurz ein Mogri. Benutzen ein Zelt. Und wenn das wirklich gerade passiert, was ich denke, das passiert, dann schlage ich mich selber. Und zwar bis zum absoluten geht nicht mehr kaputt. Weil das würde unsere Trainingszeit einfach nur verlängern. Wir gehen direkt in den QS Morast. Scheiße, wenn das wirklich so ist, was ich gerade denke. Und ihr werdet gleich wissen, was ich denke. Dann QS Morast. Hier treffen wir übrigens auch auf Moogmeyer. Und ja, also wir haben hier uns komplett sogar geheilt. Das ist schon mal eine Fortschrittlichkeit. So, wir müssen erstmal diesen QS-Morasten, also den Morasten, sage ich jetzt einfach mal, betreten. Hier haben wir den kleinen Kupo. Chefchen weiß echt viel, Kupo. Du willst wahrscheinlich auch was wissen, oder? Ich möchte nichts wissen. Nee. Nichts von dir. Wirklich nichts von dir. Haben wir hier irgendwas zum Holen? Ah, hier gibt's Kämpfe! Ja. Oh! Das sieht interessant aus. Mal schauen. Vivi, machst du mal bitte schneller, dann kannst du deine Donnerattacke ausprobieren. Vielleicht ist die diesmal ja etwas hilfreicher. Ja, zack. Sieht sogar richtig, ja, fast schon richtig gut aus. Ja, das wäre eine geile, Sache gewesen. Ja, man, Leuchtaugen und Vivi schläft. Naja, aber jedenfalls ist der eine schon mal besiegt. Sie freier springt. Okay. So, dann kann ich nur bis zum... Ah, das ist perfekt. Jetzt hoffe ich allerdings, dass die auch danach... Nie Schlaf sind die danach nicht mehr. Scheiße, oder? Die schlafen noch weiter. Oder nicht? Ach, 105 XP! Fuck, man! Wir bleiben hier und trainieren! Das ist natürlich Hammer! Hammer geil, muss man schon sagen. QS Morast. Ey, ich hätte früher drauf kommen können, dass hier ein bisschen... sind da wieder diese zwei Schneckchen, bitte? Ne, diesmal sind drei... was auch immer das sind. Machen wir mal einen Angriff, Zack, einer ist direkt tot. Mit der Organik ist das nicht weiter schwer. Ah, das ist so eine Wassernixe wieder. Das heißt, der ist jetzt gleich tot. Und dann kann nämlich dann auch den dritten gleich plätten. Jetzt seid ihr geplättet von dieser Tacetet. Boah, Deponia Soundtracks. Sau geil übrigens. Sau geil. Über 90. Ja. Die eine hat es aber trotzdem überlebt. Das finde ich ist irgendwie nicht so toll. Aber jetzt, spätestens wenn Freier angreift, ist alles vorbei. Sehr gut. Einen Angriff haben wir uns nur gefangen. Besser kann es eigentlich kaum laufen in dieser Runde. 106 Erfahrungspunkte für 3 ist natürlich auch eine mega Sache, muss man einfach so sagen, wie es ist. Und 11.600 Jill sind auch schon mal eine Ansage, wie sie... Ja, ich sag mal, wie sie im Buche steht. So, jetzt gehen wir mal wieder dahin, wo der Moogmeyer ist. Mir ist auch aufgefallen, dass ich fast jeden Satz mit so anfange.
Ich weiß aber auch nicht, warum ich das tue, ehrlich gesagt. Deswegen wundert euch einfach nicht. Wir gehen jetzt einfach mal durch den Morasten und treffen auf Hunger. Mampf! Mampf! Ach so. Ja, dann versuchen wir mal einen Frosch zu fangen. Einen kriegen wir nicht mehr, oder? Doch, den haben wir gefangen. Sidana hat einen Frosch gefangen. Jetzt komm her, Queena. Zack. Du hast einen Frosch bei dir, Mampf. Der Frosch sieht gut aus. Ich liebe Frösche, Mampf. Wer oder was bist du denn? Ich, Mampf, bin die Queena. Möchtest du über diesen Frosch hier haben, Queena? Und wie, Mampf? Und wie, Mampf? Kannst du gern haben. Ein Mann, ein Wort, Mampf. Queena hat einen Frosch erhalten. Oh, lecker. Das ist jetzt mein Frosch, Mampf. Queena, mit dir ist es wohl auch noch nicht weit, wenn du auf die Frösche anderer angewiesen bist, Mampf. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. So, jetzt sind wir hier in irgendeiner Art Hütte, glaube ich. Queena, das Fangen unserer heimischen Frösche ist ein leichtes. Aber der Weg des Essens ist lang und voller Tücken, Mampf. Aber Meister Quail, unsere Frösche sind göttlich, Mampf. Noch nie sind mir schaftigere Frösche begegnet als hier bei uns, Mampf. Dass du dich mit unseren Fröschen zufrieden gibst, zeigt nur deine Unerfahrenheit, Mampf. Die Welt ist groß und voller essbarer Dinge, die es zu verspeisen gilt, Mampf. Lerne neue Länder und ihre Spezialitäten kennen. Die Welt des Essens ist groß, Mampf. Oh, Esch, gibt auch noch andere Länder, Mampf? Daran hab ich gar nicht gedacht. Mit noch schaftigeren Fröschen als hier, Mampf? Mahlzeit, Mampf. Das ist voll der Zungenbrecher, muss man echt sagen. Also ist echt nicht leicht. Frösche sind die Leibspeise des Q-Volkes, Mampf. Andere Länder, andere Schitten, andere Frösche, andere Köche. Wir leben auch auf anderen Kontinenten, Mampf. Verteilt über den ganzen Globus, Mampf. Kennst du erstmal den Geschmack anderer Frösche, wirst du ganz von selbst den Weg des Essens beschreiten, Mampf. Reichender, würdet ihr Queena mitnehmen und ihn ein wenig die Welt zeigen, Mampf. Solange es etwas Trashen gibt, wird er keine Probleme machen, Mampf. Okay, je mehr Verrückte, desto besser. Gibt es da auch viele Frösche, Mampf? Naja, es gibt auch vieles auf dieser Welt, das um einiges besser als Frösche schmeckt, Mampf. Besser als Frösche, Mampf? Unglaublich, das muss ich alles probieren, Mampf. Ich komme mit, Mampf. Der denkt nur ans Essen. So, eine Sekunde nur. Morgen gehe ich erstmal wieder ins Praktikum, Leute. Ich freue mich eigentlich mal drauf, weil ich 4 Wochen jetzt nicht getan hat. Was ist denn los, Vivi? Der Chefkoch da. Der sieht fast genauso aus wie mein Großvater. Der sieht deinem Opa ähnlich? Dieser Meister Quail oder wie der heißt. Ja, vielleicht kennt er ja meinen Großvater. Sieh dann, ich gehe ein bisschen mit ihm reden. Okay.
Einzimmer. Was gibt es, Mampf? Hab ich vielleicht etwas am Mundwinkel? Nein, aber kennst du meinen Großvater Quan? Einen alten Tattergreisch, der so heißt, kenne ich nicht. Großvater Quan war wirklich etwas merkwürdig, aber woher kennst du ihn? Das kann ich dir nicht sagen, Mampf. Großvater Quan sah fast genauso aus wie du, Meister Quel. Natürlich. Wir sehen alle gleich aus, Mampf. Weißt du echt nichts über ihn? Nein, ich hab wirklich keine Ahnung, Mampf. Sehr verdächtig. Vivi, komm, Vivi, da kann man echt nichts machen. Na gut. Hä? Na, dann halt nicht.